Schönen guten Tag allerseits. In diesem Video betrachten wir, wie wir quadratische Gleichungen anhand der PQ-Formel lösen können. Für die Anwendung der PQ-Formel ist es wichtig, dass die quadratische Gleichung in dieser Form hier vorliegt. Wir können das Ganze halt so betrachten, in dem Übersichtsvideo, da haben wir halt die Formel stehen, ax² plus bx plus c. Und P und Q entstehen dann, wenn wir hiervor keine A mehr haben. Das heißt, wir brauchen diese Form einer quadratischen Gleichung. Vor dem x-Quadrat darf kein Vorfaktor stehen. Und eine Seite muss komplett 0 sein. Dann können wir aus dieser Form P und Q ablesen und diese Formel hier anwenden. Die sieht zunächst ein bisschen kompliziert aus, die ist aber nicht so mega schwer. Da muss man sich mal kurz ein bisschen reindenken und die aber auf jeden Fall auswendig lernen. Da kommt man absolut gar nicht drum herum. Das wird immer und immer wieder vorkommen. Es gilt, wenn wir diese Form vorliegen haben, dann können wir die Nullstellen, also die Lösung dieser Gleichung, halt sofort ablesen. Es gilt für x1 und x2. Minus p halbe müssen wir ausrechnen, also diesen Wert hier durch 2 und dann der negative Wert davon. Plus minus, und hier kriegen wir unsere zwei Lösungen ein, weil wir halt diesen Wert einmal plus das hier nehmen müssen und diesen Wert einmal minus das hier nehmen müssen. Und dann kriegen wir x1 und x2 heraus. Also minus p halbe plus minus minus p halbe zum Quadrat. Hier machen manche Lehrbücher auch einfach p halbe hin. Es kommt auf dasselbe hinaus. Weil minus pi halbe zum Quadrat und pi halbe zum Quadrat ist beides positiv. Ich konnte es mir immer ein bisschen leichter merken, weil ja, hier ein bisschen mit Plus und Minus halt viel drin steht. Und das fand ich persönlich immer schwierig zu merken. Deswegen macht das, wie ihr meint. Ist auf jeden Fall minus pi halbe zum Quadrat dasselbe wie pi halbe zum Quadrat. Genau, dann noch minus q. Daraus nehmen wir die Wurzel. Und das müssen wir dann, wie gesagt, einmal plus und einmal minus rechnen. Das Ganze gucken wir uns an einem Beispiel an. Wir haben hier gegeben 3x² minus 3x minus 21 ist gleich 15. Wir wollen auf jeden Fall die 0 auf einer Seite haben. Dadurch wissen wir, dass unser erster Schritt die minus 15 ist. Dann haben wir stehen 3x² minus 3x minus 36 ist gleich 0. Dann teilen wir durch 3, weil wir dürfen von dem x² keinen Vorfaktor haben. X² minus x minus 12 ist gleich 0. Und jetzt müssen wir das Ganze einmal kurz uns ablesen. Wir wissen, hier müsste ein p vorstehen. Wir haben hier nur ein Minus vor. Wir können uns das Ganze als minus 1 mal x vorstellen. Deswegen ist unser p minus 1. Q ist unsere minus 12. Jetzt wissen wir, x1, 2 ist gleich minus p halbe, also minus 1 durch 2 plus minus. Ich habe das hier aber ausgeschrieben, damit das halt nachvollziehbar ist, wie wir da hinkommen. 1,5, wir haben zwar minus, also ist das 0,5. Also können wir auch wieder hier 0,5 zum Quadrat hinschreiben, weil hier haben wir minus pi halbe, hier haben wir minus pi halbe. Das wissen wir jetzt schon, ich schreibe es jetzt nicht nochmal extra hier. Und dann plus 12. Das rechnen wir aus. Also 0,5 plus minus die Wurzel aus 0,5 zum Quadrat sind, ich muss ja kurz überlegen, 0,25 plus 12.
x1, 2 ist gleich 0,5 plus minus die Wurzel aus 12,25. Und das ist nichts anderes als 3,5. Also 0,5 plus minus 3,5. Und dann haben wir unsere Lösungen. x1 ist damit 4. Und x2 ist minus 3.